Bowling-Bronze für Deutschland. Kevin Lindemann und Simon Wildenhain gewannen das Edelmetall im Männerdoppel am vierten Tag der Deaflympics in Sofia. Nach jeweils 6 Spielen lagen die beiden mit 2.371 Pins nur einen einzigen Pin vor dem zweiten Deutschland-Duo Daniel Duda und Holger Vetter. Ein Erfolg, auf den alle im Bowlinglager stolz sind, waren die Deutschen doch seit 8 Jahren ohne Medaille geblieben. Ich habe am Anfang oft zur anderen Bahn herübergeschaut, denn unsere beiden Mannschaften sind doch sehr ausgeglichen. Zuerst hat die zweite Mannschaft geführt. Zum Schluss lagen wir vorne, nachdem ich einen Strike geworfen hatte. Aber leider sind Korea und Schweden an uns vorbeigezogen, sodass es mir für den vierten Platz der zweiten Mannschaft leid tut. Ich hätte mir gewünscht, dass wir Zweiter und die andere Mannschaft Dritter werden. Rennvorbereitungen der deutschen Radfahrer vom zweiten Wettkampf, dem Zeitfahren. Am Morgen zeigt das Thermometer schon mehr als 35 Grad im Schatten. Sprint-Silbermedaillengewinnerin Isabel Bobergs letzte Handgriffe am Rad vor dem Start auf die 30 Kilometer lange Strecke. Die Route auf der neuen Autobahn A6 im Osten Sofias war sehr anspruchsvoll durch die langgezogenen Steigungen. Nach dem Start erst kurz Runde, dann ständig berghoch, dann wieder die Abfahrt, die lange Abfahrt runter bis zur Wende. Und dann ging es also sehr lange bergauf. Und wer da überpaced, der hat Schwierigkeiten, überhaupt wieder zurückzukommen. Boberg kam zurück, musste aber die Medaillen anderen überlassen. Mit 50 Minuten und 5 Sekunden war Long Hoi aus Macau die schnellste. Gold. Renate Telsa aus Italien lag 39 Sekunden hinter ihr. Silber. Bronze für die Russin Xenia Kalibina. Isabel Boberg überfuhr nach 53 Minuten und 17 Sekunden die Ziellinie. Platz 5. Ja, ich habe mir schon ein bisschen mehr erhofft nach der Silbermedaille, klar. Aber die zwei, die gewonnen haben, Gold und Silber, sind kleine Frauen, die auch relativ leicht sind. Von daher auch einen guten Körper für diese Strecke hatten. Ich bin eher groß, ein bisschen kräftiger. Ich glaube, die Zeit kann sich sehen lassen. Der Deutsche Gehörlosen-Sportverband schickte gleich 3 Fahrer auf die 38 Kilometer lange Strecke im Wietoscher Gebirge. Ein Vorbereitungskurs für Steffen Kern. Legales Doping vor dem Start. Holger Kleefuß ging als erster der 3 Deutschen auf die Strecke. Jan Witkowski vom GSV Leipzig startete vor seinem Mannschaftskollegen Steffen Kern. Die beiden waren beim gemeinsamen Training in Leipzig vor 3 Wochen schwer gestürzt. Kern muss in Sofia auf neuem Material fahren, kam aber mit Material und Strecke gut zurecht und fuhr sich mit einer Endzeit von 1 Stunde und 6 Sekunden auf den 24. Platz. Witkowski kam als 32. ins Ziel. Bester Deutscher war Holger Kleefuß auf Rang 23. Die Strecke war brutal, sie war sehr steil. Pech für den US-Amerikaner John Clich, der im Sprint vor 2 Tagen Kleefuß beim Kampf um Bronze noch geschlagen hatte. Beim Anfahren springt die Kette ab. Clich verliert mehr als 20 Sekunden, bevor er wieder im Sattel sitzt. Damit verliert er die Bronzemedaille im Zeitfahren. Er kommt 7 Sekunden nach Rémi Girardet aus Frankreich ins Ziel, der Bronze holt. Der Russe Ivan Marakov gewinnt Silber, sein Landsmann Dmitri Rosanov gewinnt souverän Gold mit mehr als 2,5 Minuten Vorsprung. Das Fazit des deutschen Bundestrainers? Es war nicht unser Tag, müssen wir abhaken, müssen nach vorne schauen. Wir haben ja noch 2 andere Rennen. Am 31. Juli fahren alle Deutschen im Straßenrennen, 2 Tage später im Kriterium.